Na, also ihr merkt schon, wir haben immer gut gegessen. Und sonst, na, also kulinarisch sind wir brutal verwöhnt worden. Bis auf einmal. Und, also ich erzähle euch die Schuhe, und ihr merkt ja schon, mir krass davon nichts. Aber wenn ich euch das erzähle, dann hätte ich gern Mitleid. Ohne, dass ich was gesagt habe. Mitleid, nein, aber das war schon nicht schlecht, das war so, ja, okay, Mitleid, oh. Nein, ich hätte gern ein, oh, was sie vor die Zehennägel abverstülpt, das muss durch den Mund gehen und rauskommen. Nicht speier, bitte, gell? Also, wenn dann schon ein richtiges, oh, und das muss aber am richtigen Moment kommen. Also, wenn ich jetzt den Finger hebe, so ganz spontan, da kann das mal kommen, so ein, oh, fast wie der Kirchenchor. Brutal gut. Also, ich erzähle euch das, ist kein Problem. Es gab nämlich genau einen rabenschwarzen, oh scheiße, einen, so schnell kann man wen anrichten, gell? Muss man echt ausschauen, was man tut. Es gab genau einen rabenschwarzen Tag in meinem kulinarischen Leben. Ihr seid voll dabei, brutal. Das gibt mir so viel. Es war ein Donnerstag. Ich wusste es deswegen, dass das ein Donnerstag war, weil ich in der Schule neben mir am Hocken gehabt habe, der es gepflegt hat, am Mittwoch ins Köllerhäusl zu gehen. Falls du es irgendwie kennt. Oh. Ja, und genauso wie der halt mich ins Köllerhäusl gegangen ist, ist der am Donnerstag wieder in der Früh in der Schule aufgedacht mit einer Bombenrauch- und Bayer-Fahne. Dann gibt es ja zwei Reaktionen auf diese Fahne. Entweder die wird brutal schlecht oder du kriegst irgendwie so Appetitanregungen. Zweiteres war bei mir der Fall. Du bist das nächste Mal Vorprogramm. Könntest du gleich mit der Rio zusammen da? Na, so ist mir auch gegangen. Bin auch mal da unten geguckt. Geht ganz schnell. Also es war ein Donnerstag. Ich habe auf jeden Fall verschlafen. Ja, ich habe verschlafen. Und weil ich verschlafen hatte, habe ich halt auch nichts gefrühstückt. Und weil ich nichts gefrühstückt habe, war ich grantig. Und weil ich grantig war, habe ich den Hausmeister blöd angeredet, dass das unterlassene Hilfeleistung ist, wenn ich jetzt mit Leberkassemmeln umsonst geht. Und umsonst wollte ich es ja nicht, weil ich kein Geld dabei hatte. Und kein Geld habe ich dabei gehabt, ja, weil ich halt verschlafen habe. Teufelskreis. Geil. Ja. Und dann hast du Hunger. Dann hast du Hunger, wenn du daheim ankommst. Da hast du so Hunger, habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht gehabt. Kennst du das, was euch innerlich eigentlich total aufrisst, am liebsten der Stern? So Hunger habe ich gehabt. Also wenn ich mein Äußeres, mein Inneres nach außen hätte tragen müssen, wisst ihr, weil ich ausgeschaut hätte. Ich hätte auf jeden Fall total gestruppte Haare gehabt bei mir. Jetzt ist schon ein Vogeleignis, ich war kein Weiß gewesen. Blut unterlaufene Augen von oben bis unten, alles trist und mir hätte auf jeden Fall euch schon gefällt. Und so war ich dann daheim aufgelatscht. Bin ich eigentlich auch. Und dann habe ich mich in Kich eingekieft und habe die magischen Worte gesprochen. Was gibt's heute zum Essen? Und dann kommt selbstverständlich in einem Sing-Song, ja, heute gibt's Leberwürst, Blutwürst und Sauerkraut. Ja, ja. Das hat's bei uns noch nie gegeben. Ja, ich sagte, Mama, jetzt ein Scherzbrezel, sag mal ehrlich jetzt. Passt mir jetzt nicht, passt jetzt kein Spaßvogel aus der Hängel, aber was gibt's denn heute? Ja, ich hab gerade gesagt, heute gibt's Leberwürst, Blutwürst und Sauerkraut. Sag, Mama, hast du mich schon jemals singen hören? Boah, heute lust's mich so richtig auf Leberwürst, Blutwürst und Sauerkraut. Ha? Ja, aber das ist doch was Gutes. Und ich gesagt, ja, das muss schon sein, dass das was Gutes ist. Aber ich habe einfach zu jeder einzelnen dieser Gerichtskomponenten eine Assoziation. Wisst ihr, was das ist, eine Assoziation? Das ist irgendwo, einer sagt was und du hast sofort ein Büttel dazu. Du zum Beispiel, wenn ich zu dir suche, Pamela Anderson, dann denkst du an... Ich wollte eigentlich Knäckelsulz sagen, aber okay. Und so geht's ja mit diesen Gerichtskomponenten. Geil, wenn ich Leberwürst her, dann bin ich erstmal enttäuscht. Weil ich finde, ein Leber hat Nervus in Form von einem Knädel zu suchen. Und da stelle ich mir so eine schöne Suppenterrine vor, mit einem ganz tollen Bouillon. Und da hupfen die Leberknädel da drin umeinander und stupsen sie auch wie Boxautos am Volksfest. Und deren einzige Lebensaufgabe besteht darin, von mir auf einmal zu verschoppt werden. Ja, wenn ich das nicht kriege, bin ich natürlich enttäuscht. So, und bei einer Blutwurst, da bin ich wieder 4 Jahre alt. Und da stehe ich in der Kich,
bei meiner Nachbarin und der rührt in einen riesen Topf mit einem riesen Löffel und sagt nur so scheinheilig zu mir, magst du mal probieren? Und dann krachle ich dafür und es hat keine flüssige Schokolade, so wie ich gemeint habe. Ja, beidelst du schon? Frag mir mal. Kein Scherz. Und bei Sauerkraut, hört's auf, bei Sauerkraut denke ich an die Spice Girls. Kennen Sie die Spice Girls? Ja, so 5 Popschratzen aus den 90er, da war dabei eine sportliche, eine freche, so eine Fashion Girl, ohne den ganzen Tag am Daumen geglutscht hat und eine kleine dicke Rothaare mit Riesenbrist. So, und irgendwann einmal hat die kleine dicke Rothaare mit Riesenbrist gesagt, pff, scheiß auf Girl Power, ich geh. Ja, und die anderen haben dann auch noch ein wenig umeinander gekupft und ein paar drauf auch gesagt, ich geh. 1999 gibt Amy van der Maiklokjes ein Interview mit Bravo TV mit Gary Halliwell. So, wer ist die Gary Halliwell? Die kleine dicke Rothaare mit der Riesenbrist. Und ich sehe das heute, das hat sich eingebrannt bei mir, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dann hocken die auf ihrem Kingsize-Bett, auf irgendeinem 5-Sterne-Hotel-Bunker drauf, im Schneidersitz. Und dann höre ich das heute noch, weil die Amy zu der Gary sagt, wow, Gary, you look so good. What's your secret? Also für alle anderen, auf Deutsch gesagt, hat Gott Worte, die 30 Kilo gebracht. Ja, weil die Gary hat nämlich ihre 30 Kilo verloren, hat ihre Brust abgenommen und die rote Perücke gegen einen blonden Parschenschnitt getauscht. Und dann sagt die Gary, oh, thank you very much, thank you, oh, I love you. Da lieben immer gleich alles, gell, die ganzen Amis und so Dinge. I love you so much and I love Germany. Oh, I'm always eating this. Do you know that Sauerkraut? Ob mir Sauerkraut kennen, geht's derer eigentlich nicht gut. Wir haben den Scheiß quasi erfunden. Sauerkraut. Aber sie fügt noch hinzu, jetzt passt auf. I love to eating Sauerkraut. It's so good for my health. But the only problem is I always have... What's the right word? I always have the furts inside. The furts inside. Ja, interessiert mich das, ob ein Popstars Blähungen hat, ganz ehrlich. Das interessiert doch mich nicht. Hey, wirklich, danke. Danke, Bravo TV, danke, Amy von den Maiklokjes und danke, Gary Halliwell, dass ich jetzt immer, wenn ich so komische Popstar-Schratzen auf der Bühne umeinander hupfe, sie daran denken muss, dass du hinten um ihre ganzen Background-Tänzerinnen zusammenschaust. Danke, Tippolzreit!